zurück in Dead Space. Folge 13 müsste das sein. Und wir sind Kassenpatient und werden deswegen hier von Ärzten bedroht, angelockt und dann wahrscheinlich direkt umgebracht. Aber eigentlich doch ganz nett, dass wir gleich Platz nehmen sollen. Also gleich Termine bekommen. Oh, 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 oh. Ach, der nur wieder. Wir sind gleich zwei. Zwei Babys. Ich sag's dir, ist zu viel. Ah. Hier war ich aber noch nicht, oder? Doch eigentlich müssten wir doch hier schon mal gewesen sein, wir waren doch schon mal auf der Krankenstation. Ja, das schon, aber... Achso, nee, Moment, hier waren wir in der Leichenhalle. Bildgebende Diagnostik in der Radiologie. Das heißt, es ist nicht nur ein Arzt, sondern es ist auch noch ein Arzt, der... Ein Strahlearzt. Ja. Bitte stören Sie meine anderen Patienten nicht. Was ist das? Forschung natürlich. Ich stehe so kurz davor, den letzten noch fehlenden Faktor zu finden. Ein Ornithologe würde das verstehen. Was machen wir denn jetzt mit denen? Sollen wir die erlösen irgendwie? Na. Du hast keine Munition. Ja, deswegen haben wir Lee. Auch ein bisschen fies, ne? Wobei die ja jetzt schon auch wirken, als hätten sie jetzt nicht so mehr viel Freude im Leben. Ich hätte gedacht, dass wir hier schon mal waren, aber dann waren wir doch woanders, oder? Also hier waren wir noch nicht. Also in so einem Raumschiff, da sieht aber alles gleich aus. Was mache ich hier nochmal? Ich schieße das kaputt? Ich glaube schon. Also es sieht schon sehr nach Kaputtschießen aus. Da kommt doch bestimmt wieder der Tentakelfacker raus. Moment, also irgendwo ist einer rausgekommen. Oben an der Decke war er. Ah. Au. Also auch voll fies, wie du ihm hinten am Schwanz und ganz gleich ihn rausgeschnitten hast. War gemein. Ja, damit er besser durch den Gang passt. Dann ein bisschen durch Lüftung. Ich will dir auch nur helfen. Hier atmen wir mal durch, ey. Grüne Wische. Ja, das muss ja auch anstrengend sein. Bist du so verrückter Professor, der da den ganzen Tag so an den Leuten rumexperimentiert und dann stöhnen die ganze Zeit rum. Also überhaupt nicht konzentrieren. Furchtbar. Oh, was ist denn das hier? Das sieht auf jeden Fall eklig aus. Ach, der spuckt mal, so komische Knoten. Ja, yeah, der spuckt hier so eine Dinger. Ja. Also als insgesamt als Tipp könntest du mal versuchen, nicht wirklich in jeden von diesen Schüssen reinzulaufen. Die lassen sich irgendwie gar nicht. Doch, du musst sie an den roten Stellen zerschießen. Du hattest auf die schwarzen Stellen geschossen. Woher weiß man denn sowas? Au! Klassisch muss einer sein. Ja, aber das sind ganz schön viele. Nicht so sehr in der Mitte schießen, die Tentakeln wegschießen. Ja, ich habe doch auf die Tentakel geschossen. Das war eher auf den mittleren Körper. Also was soll denn das? Ich meine es doch nur gut. Zurück vor dir erstmal weiter. Meine Damen und Herren, für alle, die sich noch fragen, warum wir immer so wenig Munition haben. Ja, aber es ist doch auch scheiße, ganz ehrlich. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's, ey Mann. Das ist wie so ein Zugunglück, dem man zuschauen kann. Ja, schieß ich jetzt auf die schwarzen Stellen oder auf die roten? Ich habe jetzt beides ausprobiert. Siehst du doch, hier waren wir doch schon mal. Das ist doch,
In diesem, wir waren hier schon mal, aber da war das noch nicht so zugekleistert. Diese Stelle hatten wir schon mal. Wir diesen, wo es hier mit dem Fahrstuhl so ein Stückchen geht und das, wo man einstellen kann, wo man den Strom hinleitet. Ja, ja, doch, hier waren wir schon mal. Hier ist auf jeden Fall eine Bank und dann mache ich jetzt. Wie sind das? Jawohl. Freigabe bestätigt. Oh, das war jetzt aber auch ein bisschen knapp. Freigabe bestätigt. Inwiefern? Ich war fast tot. Achso, wegen der Lebensenergie. Ja. Hast du einen Kern dabei? Ja. Geilo. Mit Kern immer besser. Upgrade-Diagramm. So. Ist auch ganz gut, dass man die zumindest abgeben kann, dann sind sie aus dem Das brauche ich zumindest raus. Nicht. Chinese Greifreichweite brauche ich eigentlich auch nicht. Luft, was ist SZE? Stasezone. Ja, gehe ich den Weg hier rüber, oder? Da muss ich halt einmal Luft nehmen, auch wenn ich es nicht brauche. Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft. Impulsgewehr, da habe ich jetzt... Achso, da habe ich auch noch einen Knoten. Nee, die Knoten gelten für alles. Ja, aber ich habe tatsächlich noch einen. Irgendwo muss ich einen aufgesetzt. Dann nochmal Kapazität. Und was ist Feuerrate? Ja, zu langsam schießt er mir jetzt eigentlich nicht. Und hier Spezial Brandschaden. Da musst du raten, wann das Feuer kommt. Oder Kapazität. 19. Reicht eigentlich auch, ne? Dann gehe ich jetzt mal hier oben rum. Und bei dem Impuls, an sich finde ich das aber wirklich ganz nett mit dem, diesem Faden, den man so gehen kann beim Upgraden. Mhm. Ich hatte das irgendwie nicht so in Erinnerung mit den Munitionsdingen. Vielleicht sollte man doch auf leicht umschalten. Ich weiß nicht, ob mir das Spaß macht so. Also, weil ich werde jetzt da natürlich auch nicht besser. Ich könnte auch in der nächsten Session spielen. Ich mag aber nicht. Dann habe ich es nämlich wieder nicht durchgespielt, das Spiel. Schön. Du hast es bestimmt eh schon mal durchgespielt. Nee, jetzt hier das Neue, nee. Ja, aber das Alte. Ja, natürlich. Ja, siehst du? Aber ist sehen? Ja auch schon wieder 12 Jahre her. Ja und? Also, ich kann mich nicht mal daran erinnern, was letzte Woche war. Ich weiß nicht mehr, was ich gestern gegessen habe. Da weiß ich auch nicht, was vor 12 Jahren im Spiel war. Außer in richtig guten alten Spielen. Obwohl selbst da vergesse ich eigentlich alles, bis ich wieder spiele und merke, wie geil sie sind. Wenn ich hier nur mal was sehen würde. Wo ist er denn? Da oben. Also das mit dem Laufen, das ist aber auch was jetzt. Wo ist er? Oh, da ist er. Verdammte CEC, dieser Scheißhaus! Wahrscheinlich lohnt es sich echt einfach immer als erstes gleich mal auf B zu drücken, um zu schauen, ob er irgendwas hin telekinest. Ich glaube, das ist echt wichtig bei dem Spiel. Muss ich mir jetzt mal angewöhnen. Und dann Stase benutzen, wenn man eine hat. Und dann kommt man, glaube ich, schon besser durch. Ich spiele halt auch einfach blöd. Das hast du gesagt. So, da geht's weiter. Vielleicht ist hier noch ein Special Room. Observationsraum. Patientenprotokoll abgerufen. So. Ich muss alles aufnehmen. Das Gedächtnis. Sie wissen schon. Freigabe wie ich schon sagte, könnte meine neu entwickelte Behandlung die Lösung sein. Die Studienlage ist sehr vielversprechend. Freigabe bestätigt. Sie sind im Handumdrehen wieder auf Ihrem Posten und die CEC wird nichts davon mitbekommen. Oder vertrauen Sie mir nicht? Nein, natürlich vertraue ich Ihnen. Probieren wir es aus. Also dieser Dr. Mörker, der hat doch auch... Einem verrückten Wissenschaftler sollte man immer vertrauen und zwar vor allem also bedingungslos. Proband 9 ist ein junger Mann. Er testet mein neues Mittel zur Bewegungsregeneration. Ich erwarte den Eintritt des Todes innerhalb einer Stunde, aber die Veränderungen am Gefäßsystem sind sehr vielversprechend. Zeit zum Aufräumen. Zeit zum Aufräumen. Zum letzten...
ich habe angerufen. Dreimal. Mein Patient kollabiert. Hören Sie auf zu rauchen und helfen Sie mir. Freigabe bestätigt. Strahlenmunition. Für was brauche ich denn Strahlenmunition? Hast du nicht so einen Laserstrahler gehabt? Aber wäre das, wäre das dann nicht Lasermunition? Und eigentlich vielleicht ist das genauso gut übersetzt wie das mit dem vorhin mit dem Ding. Also. Eine Vermutung. Da ist erstmal zu. Schade. Ach, das Kryogenik-Labor, da kenne ich das ja irgendwie auch noch. Das ist irgendwie so ein großer weißer Raum, wo sie dann von allen Seiten kommen. Ich weiß nicht, dass ich mich da. Echt? Also zum Beispiel, also so ungefähr ab diesem großen Panorama-Deck, wo wir jetzt gerade waren, weiß ich zum Beispiel wirklich fast gar nichts mehr. Also gut, jetzt mit dem, dass man noch gegen Asteroiden schießt, das kam jetzt auch wieder bekannt vor, aber also so ab da habe ich keine so richtig konkrete Vorstellung, was da noch so kommt. Also. Das ist für mich jetzt auch eine Überraschung. Also ich weiß noch die Stelle, wo ich damals aufgehört habe, weil die auch irgendwie so unter Zeitdruck und irgendwie scheiße war. ich sag's dir dann. Da ist ja Nicole. Wie, mehr sagt sie jetzt nicht? Doch. Achso, das ist quasi nur so eine sich wiederholende Nachricht. Helft mir, Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Wer ist sie? Hier ist Senior Medical Officer Nicole Branham. Also habe ich zwei Knoten und Geld gefunden und noch mehr Geld. Jetzt wäre eine Bank und so ein Dings da recht. Danach bin ich unbesiegbar. Krankenstation ist ein Ort der Zuflucht. Mehr ist hier gar nicht, oder? Ich hatte komischerweise, ich kann mich da gar nicht mehr erinnern, weil im hier heißt es, ich habe eine Aufnahme von Nicole in der Notaufnahme gefunden. Da sieht man sie weglaufen, aber in der Richtung ist nichts außer einer Wand. Entweder stimmt etwas mit der Aufzeichnung nicht oder hier geht etwas anderes vor. Da kann ich mich zum Beispiel gar nicht dran erinnern. Und die müssen wir auch noch finden, die Rigs. Einmal Maschinenraum, einmal AAS-Geschützgraben auf dem Brückendeck. Waren wir da schon? Dann hätten wir es doch gefunden. Und die Hangaranlage. Sollen wir das eigentlich während dem Spiel quasi so mitnehmen oder lohnt es sich da extra nochmal irgendwie hinzufahren oder zurückzugehen? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Also. Vielleicht kommt man doch nochmal zurück. Da war ja durchaus noch, auch noch ein Weg, den man nicht lang konnte. Ja, stimmt. Achso, jetzt ist es hier. Ein Trick. Bin ich jetzt gestaset oder was? Oh. Isaac Clark. Ah, richtig. Dr. Brennans engster Vertrauter. Wir waren Kollegen. Dr. Chalice Mercer. Sind Sie der Grund, warum der Marker nicht beginnt? Das ist es. Die Konvergenz wurde nicht gestoppt. Sie hat eingegriffen. Die Frage ist nur, wie? Selbst wenn ich fragen würde, vermute ich, dass Sie nicht sehr gesprächig sind. Und ich habe die Todesursache als den fehlenden Faktor noch nicht vollständig erforscht.
stimmen. Ich glaube, Sie sind auf der richtigen Spur. Entspannen Sie sich, Mr. Clark. Die Konvergenz ist so nahe. Vielleicht ist Ihr Tod das Zünglein an der Waage. Oh Mann. Boah. Dem hängt da was aus der Nase. Der Mörker hat auf jeden Fall so eine längere Stase. Und der hat die wahrscheinlich geupgradet. Ach so, scheiße, der heilt sich. Es ist offen, los! Ja, geh halt auf. Die Tür könnte auch nicht langsamer aufgehen, ey. Ach komm, haut's ab. Bitte, Baby, lauf, lauf, gib dich auf. Wohin muss ich? Dahin muss ich. Scheiße, das ist einer, der sich heilt. Mikrobenübertragung. Es war ein Trick von einem verdammten Ornithologen, Dr. Mercer. Er hat die Station verriegelt und an der Besatzung experimentiert. Oh Gott, alle Ausgänge wurden von einem der Büros aus versperrt. Das muss doch von Mercer sein. Ich kann die Innentüren mit Gewalt aufbrechen, aber du musst die Verriegelung in seinem Büro manuell aufheben. Bisschen riesig, wie heißt er da? Tyrant. Nee, was mach ich denn jetzt? Oder Mr. X oder wie heißt das? Ey, jetzt bin ich in der Sackgasse. Ja, du kannst nach rechts auch aus dem Raum raus. Nee, kann ich nicht. Ach nee, das ist ein großes Fenster. Das ist natürlich scheiße. Kann ich natürlich. Er lasst mich halt durch, ja, okay. Oh, Mann. So, Taktik, was meinst du? Also das mit dem... Also auf jeden Fall hier nicht beim ersten schon... Andi, du bist ja schon durch. Nicht schon Munition verlieren. Kann man die Kisten auf den schleudern? Ja, die haben auch diesen Greif. Dieses Greifding. Also. Ja, wenn das braucht da keinen Strom. Außerdem, da liegen noch so eine Stangen rum, mit die man in Gegner einschleudern kann. Dass man sich nicht schnell umdrehen kann und dass er nicht schnell läuft, das macht mich echt irre. Du kannst es so ätzend zu navigieren. Rennen geht gar nicht. Ja, hau halt ab. Ja, was denn? Ja, nix, ich schaue dazu. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Ja, was würdest du jetzt machen? Naja, besser zielen und ausweichen und kämpfen. Das ist so ein Pfahlding, bringt nichts, nicht getroffen. Ich glaub, hast du daneben geworfen, oder? Ja, eigentlich nicht. Links auf der Trage liegt auch nochmal so ein Pfahlding. Echt scheiße zum Navigieren.
Hat das, ich weiß gar nicht, ob das was gebracht hat mit dem... Was? Mit diesem, einen Rohr da gerade. Okay, der war schon mal weg. Ich glaube, der regeneriert sich ja nicht. Die Frage ist halt, ob du den in diesem Raum besiegen musst, weil wenn die Sache halt ist, dass das gar nicht geht, dann geht es vielleicht nur darum, ihm zu entkommen. Gebe die Abriegelung auf. Ja, ich muss halt die Batterie einsetzen. Genau. Ah, Mann. Da kommt auch noch einer. Oh nee, falsche. Jetzt musst du wahrscheinlich den. Nee, jetzt vielleicht noch die Richtung gestrommt. Ah, nee, die Nein, musst du doch da drin. Die Batterie muss woanders sein. Ja, da liegt auch noch eine ganze Menge Zeug rum. Ja, ich weiß. Wenn ich mal eine Sekunde Zeit hätte, irgendwas zu tun, dann könnte ich auch was tun. Kannst du auch schleudern, ne? Also die Batterie. Ja, aber vielleicht. Dann später wieder einsammeln. Nee, aber also, wenn man quasi ein Stück schneller vorwärts kommen will. Sehr gut. Die Gesundheit, die da gerade lag, hast du jetzt mitgenommen gehabt, ne? Weiß ich nicht. Ich laufe jetzt mal hier raus und dann schauen wir mal weiter. Ja, du hast eingesammelt. Hau ab! Und jetzt? Mal Land gewinnen. Mal hier rein. Bestätigt. War der im Hauptspiel auch schon oder im Original diese einer, der sich immer regeneriert? War der nicht neu? Das weiß ich nicht mehr genau. Ach, das ist die Sternkanone, ja, das ist die Breite. Das ah, okay. Da lag noch links, glaube ich, was neben dir. Und in dem Schrank müsste auch noch was sein. Jetzt bräuchte ich echt mal so eine Bank. Das meinte ich, ob das überhaupt was bringt, wenn man die schleudert. Ich glaube schon. Ganz sicher. Ja? Wer schreit? Wer klopft? Das ist die Frage. Kannst du mal auf die Karte schauen, wo man überhaupt lang kann. Das kriegst du vielleicht ein bisschen besseres Gefühl dafür, wo du bist und wie dich bewegen musst. Also in dem Versorgungsraum warst du gerade? Gerade durch und dann ist hier... Ach, falsch. Eine Stase kann nicht schaden und ein Speicherpunkt und dann um die Ecke rum. Ah, so einer wieder. Naja, hat geklappt. Ja, aber auf das rote Schießen klappt halt nicht, ne? Schau. Doch, natürlich, die gehen doch rein. Muss halt schnell genug sein. Das hat geklappt, also auf das rote zu schießen. Hinter dir. Hinter dir, Viech. Ah. Das ist bei dem, was an der Wand ist, natürlich auch immer eine Option, dass du mit Stasi den einfrierst und dann halt in einem Schlag in einem Schlag einfängst. Jetzt hat mich echt der letzte Schuss noch getroffen. Voll den Kopf weghauen, Alter. Ja, aber du musst nicht den Kopf verlieren hier. Dangerous. It's a danger. Oh Gott. Dangerous. Ich muss jetzt aber nicht nochmal in den... Nee, oder? Nee. Aber jetzt weißt du ja, wie es geht. Naja, wahrscheinlich werden sie das schon den Speicherpunkt vorher machen, damit du halt nicht in eine Situation kommst, wo du dich vielleicht so verspielt hast, dass du dann keine Chance mehr hast. Da liegt eine Stange, direkt vor dir lag eine Stange, die hast du erstmal gleich nehmen können. Nimm mal die Batterie, du Penner. Kannst optional auch eigentlich an allem vorbeirennen. Also hier in den Raum reingehen und das Zeug holen. Jetzt warte mal, jetzt lass mich erstmal mich sammeln. Und die Lage checken. Vielleicht noch ein bisschen. Ah! Stopp! So
so nicht. Dings nehmen, nicht die Munition verschwenden, rechts das Ding nehmen. Oh, sehr geil, das ist ja geil. Sehr gut. Noch einer. So, jetzt hier das Zeug holen. Auf der gegenüberliegenden Seite liegt dann noch ein Logbuch. Logbuch der Enterprise. Zurzeit sind ganz schön wenige Sprengfässer in der Gegend, ne? Halt bei diesen Wandtentakeln wäre das... Meinst du jetzt so grundsätzlich so im Winter in München oder jetzt im Spiel? Auch das, ja. Nein, kann, nimm die, oder hol erstmal das Audiolog und dann gehst du nochmal zurück und nimmst das Ventilationsblatt mit, Ventilatorblatt. So, hier ist noch Gesundheit. Und so eine Schande. Zu genau, ist das. Nachforschungen waren Terence Kynes Erkenntnisse über den Marker von unschätzbarem Wert. Jetzt schickt er nur noch Mitteilungen wie diese hier. Sie schlechter. Ich habe ihren Jäger gesehen. Ich weiß, wer das war. So, Arm ab. Stase drauf, dass er nicht so viele Viecher raushaut. Ich stimme Amelia zu. Wenn das Unitology ist, will ich damit nichts. Uah. Hinter dir. Nein. Er sitzt in der gleichen Demenz, von der auf der Regis-7-Kolonie berichtet wurde. Amelia zum Beispiel. Die einzige Amelia, die er je erwähnt hat, war seine Frau. Und Amelia Kynes starb vor 7 Jahren. Ah, die schon wieder. Die mag ich ja gar nicht, diese Pinner. Welche? Die da hinten. Hast du diese kleinen Schießer? Ja, die kleinen Schießer. Und hier an der Wand, was war hier noch? War's schon, oder Anja? Dieser... Ja, und was ist hier jetzt wieder? Noch einer. Es hört nicht auf, ey. Was ist jetzt hier wieder? Das ist ein kleiner Wanderwurm. Wanderwurm. Das ist eine Band. Ein Wanderbaby. Sehr gut. Ich laufe auch echt immer voll rein. Aber dieser Tentakel hier bei dem? Einer noch. Ne, drei, vier. Das gibt's doch nicht. Schau mal. Ja, man muss die in einem Schlag wegkriegen. Das Ach heißt, so, man muss die wegkriegen. Stase rauf und dann, bevor sich das wieder regenerieren. Stase rauf und dann, Stase rauf. Ich habe keine Munition mehr. Ey, das nervt mich. Ja, ich merk's. Das ist auch, Ja, weiß nicht. Ja, also, Macht gerade nicht so viel Spaß. Es macht schon Spaß, aber es. Ich weiß nicht. Nicht für mich. Ja, es tut mir leid. So, jetzt habe ich natürlich auch keine Stase mehr und jetzt kann ich wieder in einem. Aber jetzt habe ich doch hier so eine Bombe, ne? Den hast du doch schon längst erledigt. Ist er schon. Ja, ja. Ich dachte, ich habe ihn noch nicht. Nee, der war schon längst durch. Weil man kann es wieder einsammeln. Oder er hat was fallen lassen, was passt. So, immerhin. Gut, nochmal ein bisschen. Habe ich hier noch irgendwas vergessen? Immerhin. Wenn dann wahrscheinlich eher so rechts rum noch den Gang. Da vielleicht noch irgendwas liegt. Also da muss er sowieso hin zurück, aber da hinten. Hier noch. War alles verschlossen, hier das Audiolog. Luft, ne, Audiolog, genau. Logbuch der Chirurgie, Dr. Chalice Mercer, Experiment 5 zur Geweberegeneration. Diese Kinder des Markers, Kynes Necromorphs, haben mir alles nötige Material geliefert. Und die Überträgervariante hat eine wichtige Erkenntnis gebracht. Die Implantation des Materials direkt ins Gehirn führt zu optimalen Ergebnissen.
Dazu muss natürlich das Stirnbein durchbrochen werden. Direkt über die Glabella. Keine Sorge. Ist alles steril. Aua, ey. LT Laserfeuer, LT halten und RB Laserfalle. Ah, das ist praktisch, die. Ach, das ist die, die hat sich doch die Kille durchgeschnitten. Hm. Ah, hinter ja. Ist, glaube ich, eine Stase-Aufladung. Ah, richtig, ja, genau. Sehr gut. So. Astral. An dieser Stelle brauche ich jetzt mal eine Pause. Bis zum nächsten Mal. Ich fürchte auch. Tschüss. Tschüss.